Wie ist es mit der Kälte? Das Wasser kühlt uns aus, nicht wahr? Voltax, um mich zu verstehen, beherrscht ihr den Zauber Gedankenbilder? Ja, natürlich. Ich glaube, aber mir auch, oder? Ja, in der Tat. Kann ihn nicht besonders gut, aber ich kann zumindest etwas dadurch empfangen. Das wird reichen, dass wir mit dir kommunizieren können. Das ist gut, das ist gut. Ansonsten kann ich, wie gesagt, auch noch so sprechen. Was tun wir gegen die Kälte? Wenn wir länger als ein paar Stunden unter Wasser sind, werden wir erfrieren. Uns warm anziehen? Ich fürchte, das wird nicht helfen. Hat Katzentjana denn nicht irgendwas? Ein Wundermittelchen dafür. Er hat doch fast alles. Wir sollten ihn fragen. Nicht nur die Kälte, sondern auch, wenn ich mir euch so angucke, Rafim, Rüstung, Kettenhemden, alles, was aus Metall ist. Es wird ja wahrscheinlich diese rostige Patina ansetzen und vor allem unglaublich schwer sein und ganz viele Behinderungen unter Wasser verfahren. Naja, dann schwimme ich ohne Denkt ihr? Rüstung. Ihr müsst euch doch wohl sehr irren, nichts rostet so sehr schnell. Nun, er naja, schwimmt vielleicht kennt sie mich das Wasser hier beschäftigt. besser. Ich meine, es ist ja immerhin diese blutige See. Mich beschäftigt auch eher die Frage der Behinderung. Also, naja, wenn uns die Metallteile hinabziehen, ist das vielleicht nicht unbedingt das, was wir wollen. Oh, da bin ich froh, dass ich die Schildkrötenplatten trage. Ja, Fim ist ein kräftiger Junge, der kommt zurecht. Ja, aber dann könnt ihr auch alle wieder meine schönen Tätowierungen sehen und dann freut ihr euch auch. Oh ja, das Mit stimmt. ihr. Das ist definitiv ein entscheidender Vorteil. Aber wir Das müssen wohl. habe ich auch gedacht. Aber wir müssen damit rechnen, dass wir da unten angegriffen werden, oder? Und zwar von Wesen, die sich unter Wasser sehr viel besser bewegen können als wir. Zulamin, ihr sprecht wahre Worte und ihr solltet wahrscheinlich auch verstehen, was für Behinderung ich meine. Nicht unbedingt nur Bewegungen, sondern auch Kälte. Metall wird sehr schnell sehr kalt. Ich weiß nicht, ob ihr ein dickes Fell habt, aber ansonsten würde ich davon abraten, mit Kettenhemden schwimmen zu gehen. Also, ich könnte mir eins anlegen, wenn ihr das unbedingt mal sehen wollt. Es ist ein wahrer Augenschmaus, möchte ich sagen. Mich würde es mehr interessieren, wenn ihr euch ein Federkleiden lassen könntet. Naja, also, ich könnte mich in einen Panther verwandeln. Ist euch das nah genug dran? Ich glaube, Ich ein glaube, ihr Panda. wisst nicht, was Federn sind. Also, mehr habe ich nicht. Chor hat keinen heiligen Vogel, also zumindest nicht, dass ich mich in einen verwandeln könnte. Und also ich finde, Panther ist schon ziemlich beeindruckend. Ja, hat leider nicht so viel Nutzen, wie man glauben sollte. Aber weder Panther noch Vogel werden uns unter Wasser helfen. Naja, außer es ist ein Haubentaucher. Immer ein Sturmtaucher. Nein, ich meine ein Haubentaucher. Das ist ein Vogel. Obwohl Sturmtaucher bestimmt auch eine große Hilfe wäre. Wollen wir uns jetzt wirklich über Ornithologie unterhalten? Naja, wir müssen eh darauf warten, dass die andere Frau kommt, aber mir hast was Besseres vor. Nun, wir könnten. Eh einer könnte zum Schiff zurückkehren und etwas gegen die Kälte bei Kanitisiana anfordern. Das kriegen wir noch eine Aufgabe für Abelmir. Ja, für den Kapitän. Das sind ja Richtig. Befehle, die müssen weitergegeben werden. Die Ach, sollen von ganz oben natürlich. kommen. Ich begleite euch. Ich denke, ich werde die Warnung mit dem Metall ernst nehmen. Tsunami, solltet ihr nicht vielleicht mit der Gruppe nochmal erörtern, welche anderen Gefahren noch unter Wasser auf uns lauern könnten und wie wir denen begegnen wollen? Ich denke, ihr seid da durchaus fähig. In der Kriegskunst bin ich nicht bewandert. Da müsst ihr mit Rafim sprechen. Ich Sie bin schaut nur. etwas missmutigt rein. Wenn ihr etwas zu sagen habt, sagt es offen und ehrlich. Was erwartet uns dort unten? Ich weiß es nicht, aber vor allem halte ich euch, lieben Amelbier, nicht für fähig, diese Mission zu führen. Ihr habt keinerlei Verständnis von Magie, ihr kanntet nicht mal Schallwind. Ich denke nicht, dass ihr als
Gildenmagier in der Lage seid, diese Mission anzuführen. Ich vertraue da eher auf Zulamin. Ihr seid eine Hexe. Ihr könnt diese Gruppe führen? Wohl kaum. Das hat sie nie behauptet. Eben. Er war auch dabei, als wir einen riesigen schwarzen Drachen getötet haben. Das war schon schwer beeindruckend. Ich glaube, er kriegt das schon hin. Und die Seeschlange? Nun, wenn ich also diese Mission führen soll, so wäre mein erstes Anliegen, dass alle einander eine gewisse Höflichkeit entgegenbringen. Ich denke, es nutzt niemanden, die Fähigkeiten des anderen kleinzureden. Ich denke, jeder der hier Anwesenden wird sich nach bestem Wissen und Gewissen einbringen. Und ich glaube, auch jeder hat Fähigkeiten, die uns noch von großem Nutzen sein werden. Naja, gesprochen wie eine echte Raya-Priesterin oder eine Zar-Priesterin, wenn es nicht um eine kriegerische Mission gehen würde. Ich kenne mich nicht aus mit den Kreaturen, die uns unter Wasser begegnen können, aber ich bin sicher, es gibt dort eine Menge Unerfreuliches. Und Diamantas, kennt ihr euch da besser aus? Nicht mit den Kreaturen, die unter Wasser, hier unter Wasser sind, aber hat wer denn von euch schon mal eine Waffe unter Wasser führen müssen, sich während er mit dem Kopf unter Wasser war verteidigen müssen und ohne den Grund unter seinen Füßen zu spüren? Offen gestanden, Diamantas, ich konnte bis vor kurzem nicht einmal schwimmen. Das dachte ich mir. Also ich kann im Wasser kämpfen, so bis Schulterhöhe, also so ungefähr so 2 Meter, 2,20 Meter Tiefe. Ja. Aber im Wasser selbst habe ich noch nie gekämpft. Auf jeden Fall, die Übungen haben wir gemacht mit Kampf im hüfthohen Wasser, aber wenn du dann keinen Grund mehr unter den Füßen hast, das ist was ganz anderes. Du musst dich aufs Schwimmen konzentrieren und gleichzeitig deine Waffe zu führen. Und ich mit deinem Rabenschnabel, mit deiner Boronsichel, wirst du da ein großes Problem haben, denn die braucht viel Schwung. Ja, ist richtig, aber ich meine, wir haben es ja gesehen. Ich brauche ja auch irgendwas, was viel Wucht dahinter hat, weil Schläge unter Wasser, das kannst du vergessen. Es gibt wahrscheinlich Gründe, warum Eferdis ausgerechnet den Dreizack führen. Ich glaube, am besten wären hier Speere. Aber so etwas beherrscht keiner von uns besonders gut, oder? Nein, ich habe einen Dolch. Speere. Ja, wenn ihr Drak fragen wollt, Drak kann sehr gut mit Speeren kämpfen. Hervorragend, dann kommt Drakedangst vor Wasser. Ja, ich habe auch gesagt, er kann gut mit Speeren kämpfen, nicht, dass er nicht Angst vor Wasser hat. Ich wollte gerade vorschlagen, wir nehmen ihn mit und dann... Aber würde er sich die Blöße geben, das zu zeigen vor seinen Männern? Habt ihr gesehen, wie sie unter Deck wie Ratten auf dem sinkenden Schiff hervorgequollen sind? Ja, würde er. Natürlich. Das sind erstmal meine Männer und zweitens sind sie keine Ratten. Und drittens, unser Stamm ist da recht fortschrittlich. Nur weil man Angst zeigt, bedeutet das noch nicht, dass man auch schwach ist. Angst ist keine Schwäche. Man muss nur im nächsten Kampf jemanden töten. Stimmt, denn Schwäche bei euch ist es ja, wie war das, kein Blut zu haben? Richtig. Ja. So als Tiefgeborener zum Beispiel. Ja. So als Tiefgeborener, ganz genau. Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Abelmir besorgt uns irgendeine Paste gegen die Kälte und kümmert sich um Licht. Dann nehmen wir dieses komische Elixier von diesem Alchemistenmann da, der jetzt tot ist. Und wir ziehen alle unsere Rüstung aus, weil wir sonst mit denen ganz jämmerlich ertrinken werden. Was? Darf ich meine Schildkrötenpanzer nicht anbehalten? Ich glaube, das ist was anderes. Schildkröten sind ja auch im Wasser. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wenn Abelmir uns doch sowieso etwas gegen die Kälte besorgt, warum sollen die Rüstungen uns dann noch etwas machen? Die sind schwer. Naja, also ich weiß nicht, wie gut ihr schwimmen könnt, Jalan, aber mit Zunge im Wasser, das ist schon sehr anspruchsvoll. Hervorragend. Soll ich es euch demonstrieren? Ich würde außerdem vorschlagen, alles, was ihr nicht braucht, auf das Schiff zu schaffen wieder. Das wiederum könnte ein kluger Gedanke sein. Es kann sein, dass wir uns schnell verziehen müssen. Nun ja, wenn ihr irgendwelche zerbrechlichen oder aufweichbaren Sachen habt, unter Wasser, sind sie schnell hinüber. Nein, mir würde nichts einfallen.
Beim Schwarzpulver werde ich da nicht weit kommen. Da muss ich mich auf mein Dolch verlassen, falls es aufs Harte kommt. Ja, dann sollten wir jetzt alle mal eben zum Schiff und unser ganzes Zeug da wieder jetzt hinlegen, oder nicht? Hm. Man wohl einen Dolch aus Gwenpeltrüle herstellen kann. Das wäre auf jeden Fall ein schönes Geschenk. Ja. Ich denke nicht, dass dieser halten würde. Jetzt der Bericht vermutlich zu leicht. Naja. Das hätte ich über Bernstein aber auch gedacht. Jetzt, wie gesagt, ja, tatsächlich. Die hohe Kunst, wie man etwas macht. Müsste dieser Dolch, dieser Stück Gwenpeltrüle nicht eine Größe haben? Ja, natürlich. Und ein Gwenpeltrüle ab einer gewissen Größe stehen noch die Effa-Tempel zu, nicht wahr? Ja, deshalb könnte man die Effa-Leute ja fragen, ob sie uns vielleicht über ein Stück geben können in dieser Größe. Fragen könnt ihr. Was hat dieser Dolch jetzt mit unserer Mission zu tun? Nicht, ja. Wir gehen uns wieder Nebensächlichkeiten. Ja, es wäre schon hilfreich, wenn der Gwenpeltrüle Efferts heiliger Stein ist und wir gegen die Feinde Efferts vorgehen. Ja. Das wiederum sehe ich ein, aber ich würde euch bitten, trefft eure Vorbereitungen und vertrödelt nicht noch weitere Zeit. Meine Schwester müsste demnächst hier ankommen und dann sollten wir aufbrechen. Gut, Kapitän, ich begleite euch auf Schiff. Falls ihr noch irgendwas zurückbringen wollt, Rafim, Jalan, dann nehme ich es für euch mit. Ich werde mitkommen. Ich brauche mein Kettenhemd. Ja, du merkst, wie Rafim dir nach und nach ein Rüstungsteil nach dem anderen in die Hand wirft. Nein, das muss ich auch ablegen. Und am Ende steht er nur noch in einer Hose. Da trägt an der einen Hand offensichtlich seinen Schlagring und in der anderen eine Bohrensichel. Warum hast du die überhaupt hierhin mitgenommen? Was? Die ganze Rüstung. Wir waren eingeladen. Naja, falls die Hexe uns umbringen wollte. Hm. Man weiß nie. Und also wir sich euch, liebe Hexe, aber mich für uns ständig irgendwelche Leute umbringen. Und Diamante sich heftig tragen. Ja, bitte. Diamante ist, balanciert gerade die ganzen Rüstungsteile, riesigen Rüstungsteile von Rafim auf einem Haufen und gibt dir da gerne die Hälfte von auf. Die Hälfte! Bin ich sicher, ob das drin ist. Ist aus ihrem Kettenhemd geschlüpft und reicht ihr das? Ja, dann versucht immer nachzugreifen, ob die zweite Hand hier einfach fehlt. Das macht es einfach sehr unhandlich. Ist es nicht schwer? Es ist unhandlich. Das Kettenhemd geht tatsächlich leicht. Das kann sich um den Hals wickeln und fertig. Vielleicht ist es wirklich eine Prothese. Vielleicht sollt ihr uns begleiten zum Boot, dann könnt ihr das in das Boot legen. Ich denke, wir gehen alle noch kurz mit zum Boot, dann lege ich meinen Kram auch noch da rein, den ich jetzt nicht brauche. Ja, machen wir. Die Zeit vergeht und ihr könnt eure Rüstungsteile und das Inventargut, was ihr nicht braucht, in eurem Schiff der Mondsalbenden Drachentöter unterbringen. Als ihr dann, die Zeit vergeht weiterhin, wieder gen Abend an dem kleinen Hüttchen wartet, gemeinsam mit der Seehexe Saphira, könnt ihr erkennen, wie eine Dame von der Landseite aus in eure Richtung spaziert. Im Gegensatz zu ihrer Schwester, man kann die Ähnlichkeiten erkennen, trägt sie blondes Haar. Kommt auf euch zu und wirkt relativ fröhlich, dass ihr euch dann auch dort sieht. Auf den ersten Blick könnt ihr erkennen, dass sie wohl eine Schlange bei sich trägt, die um ihren Hals gewunden ist. Abend! Guten Abend. Ihr würde auf ihre Schwester zulaufen und sie herzlich in die Arme nehmen, die anderen einfach links liegen lassen und sie ignorieren. Ihre Schwester ist erstmal deutlich wichtiger. Oh, schön, wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Die Umarmung wird erwidert. Saphira, du hast schon alles vorbereitet? Alles vorbereitet. Die Helden wissen noch nichts, wie es weitergeht, aber ich denke, wir können demnächst loslegen. Ja, gut, dann ich sag erstmal Hallo. Die 12 ist ein Große. Ja, Midnight-Lose mit euch. Ja, ich habe schon viel von euch gehört. Drachentöter und so aus der Schlacht der drei Kaiser, ne? Sie hält einen Steckbrief in der Hand. Und auf den zweiten Blick könnt ihr erkennen, dass darauf wohl ein alter Jalan zu erkennen ist mit einer Augenklappe. Es ist der Steckbrief aus Berikum.
Ja, der sieht euch aber nicht so ähnlich. Ist lange her. 200 Dukaten? Echt lange her. Ja, mittlerweile ist wohl mehr auf euren Kopf ausgesetzt, ne? Na, ein bisschen. Ja, okay. Gut. Wollen wir reingehen, oder? Eure Schwester drängte darauf, dass Eilen geboten sei. Warum erzählt ihr uns also nicht endlich, was der Plan ist? Wir müssen mit Orana Sapanaro sprechen. Safira euch das noch nicht erzählt? Achso, ich bin übrigens Mirjam. Nein, sie hat es vernachlässigt. Ich bin Fischerin. Hallo. Sie zwingt Fischerin, natürlich. Eine wahrhaftig vielseitige Familie. Eine Fischerin, eine Lotsin. Ich bin fast beeindruckt. So, ja, genau. Safira ist ja Lotsin. Sie zwinkert wieder. Können wir also zum Punkt kommen? Ja, wie gesagt, wir warten auf die anderen. Ein Hexenzirkel besteht nicht nur aus zwei Hexen. Wir sind stark, wir sind mächtig und es geht um die Zukunft von Aventurien und der Küste. Und wir können uns natürlich noch anderweitig vergnügen. Und ich hoffe nicht, dass der Tee für uns alle war, denn den haben wir schon getrunken. Ach so, ja, ich kann noch eine aufsetzen, wenn ihr wollt. Was wollen wir während des Wartens machen? Wir müssten noch einige Sachen auf dem Schiff organisieren. Ja, wenn ihr wollt. In einem halben Stundenglas wieder hier. Ich komme mit aufs Schiff. Ja, ich auch. Tsunami, du bist hübscher als die anderen das gesagt haben. Wenn du willst, wir können auch hier bleiben. Nun, danke für das Kompliment. Ich warte gerne mit euch. Ja, warten. Sie setzt das in Anführungsstriche. Ihr versteht. Tsunami lächelt spöttisch. Die Männer können mal verschwinden. Das ist Frauensache. Ciao. Also, ich werde ein Ritual durchführen. Wird euch nicht gestört. Ich gehe an den Strand. Ich gehe mal weiter mit den anderen. Langsam verstehe ich Bandstrahler. Oh, eine sehr unangenehme Frau. Habt ihr diese Schlange gesehen? Seht ihr also, Abelmir, bevor die Priorskirche unsere göttergefälligen Lande seit Jahrhunderten beschützt. Genau so einen Blödsinn. Diese Hexe ist im Bund mit den Echsen. Hier ist die phonetische Nähe eine tatsächliche. Aber wir müssen sie im Auge behalten, gegebenenfalls gegen sie vorgehen. Nun ja. Lass uns gehen. Warten wir erst einmal ab, wie sich die Sache am Ende ausnimmt. Direkt hinter euch würde Safira dann auch die Tür zumachen und keine 2 Sekunden warten. Ihr fühlt euch also aus dem Haus heraus komplimentiert. Achso, ich dachte, ich hätte meinen. Ich wollte sagen, ich dachte, wir wären schon auf dem Weg. Ich würde jetzt nicht hier rumstehen und noch darauf warten, dass sie die Tür zumacht oder so. Das erscheint mir. Nicht ziemlich. Ja, ihr hört auf alle Fälle das Klappen der Holztür hinter euch. Und ich hoffe, kann der Zitiana dann planen. Ich denke schon. Wir müssen ja noch. Ihr vertraut ja nicht auf die Erzeugnisse aus Yolgomak, nicht wahr? Nicht, wenn wir nicht. Nicht, wenn wir nicht müssen. Und ihr solltet besser auch nicht. Nun ja, vielleicht haben wir nicht die Wahl. Wir werden sehen. So, Tsunamin. Safira, hast du Feuerschlick mitgebracht? Ja, selbstverständlich. Sehr gut, sehr gut. Möchtest du ein bisschen was, Tsunamin? Warum nehmt ihr ihn? Was ist der Plan? Berauschend? Nun, ich habe gehört, dass wir hinabtauchen müssen und womöglich kämpfen wollen. Ich denke nicht, dass es jetzt eine gute Gelegenheit ist. Nee, er wirkt anders als andere Drogen. Außerdem, naja, wenn wir morgen tot sind, dann sollen wir doch heute leben, oder? Ich denke, ich verzichte für heute. Tja, ich war schon viel zu lange nicht mehr in Elbe rum, aber schön, dass du jetzt hier bist, Safira. Ich hab dich echt vermisst. Ja, es war auch. Es war unangenehm wie immer. Ich bin auch sehr, sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Ja, der Zug und so. Tsunamin, du musst wissen, meine Schwester ist ein bisschen naiv, aber ich würde für sie sterben. Sie ist halt schon richtig liebenswürdig.
Meine Schwester bildet sich etwas darauf ein, dass sie 7 Minuten älter ist. Außerdem kann ich länger tauchen als du. Das glaubst ja aber auch nur du. Wir werden es ja bald erfahren. Ja, ich glaube auch, länger tauchen zu können, ist in diesem Fall wohl ausschlaggebender, als 7 Minuten älter zu sein. Ja. Aber ich sehe, ihr steht euch sehr nahe. Ja, schon. Also wir haben uns jetzt lange nicht gesehen. Ich bin normalerweise bei Pericum oder bei Beilung und Saphira macht das dann von Elberum aus. Aber wenn wir uns treffen, dann hier. Und ich freue mich schon, dass dann der Rest der Schwestern heute Abend wieder kommt. Ah, deswegen der Steckbrief. Pericum. Ja. Ich meine, yeah. Chalvins Thron muss ja nicht nur in Elberum behütet werden, nicht wahr? Wenn ihr das sagt. Ihr wisst, glaube ich, gar nicht, also mir wurde schon gesagt, dass ihr nicht so viel wisst. Sie wissen eigentlich gar nichts, nur der kleine Zwerg, der Boltax, der wusste, wer Chalvin ist. Seit wann wissen sonst Zwerge von sowas? Ich weiß es nicht. Ich hatte ihn und einen etwas dunkelhäutigeren, wie hieß er? Diamantess hieß er. Die beiden hatte ich zufällig aus einer Gasse am Zug kommen sehen und habe sie dann mit zu Oranna genommen. Und der Zwerg wusste erstaunlich viel Bescheid. Und Oranna war ihm eigentlich, naja, wenn man davon absieht, dass er ein Mann ist, sehr wohlgesonnen. Ich war richtig überrascht. War wieder erstaunlich. Ich mag nichts von Chalvin gehört haben bisher. Es mag daran liegen, dass ich aus den Bergen komme und das Meer für mich immer sehr weit weg war. Aus welchen Bergen kommt ihr denn? Aus dem Rashtulswall. Na, aber dann müsst ihr doch die Riesen kennen. Oh ja. Den einen, der bei uns in den Bergen lebt. Nein, ich meine den Riesen, Rashtul. So wie auch Chalvin, eine Gigantin. Ja, ich weiß, dass ihn manche als Riesen beschreiben. Der Rashtulswall soll sein Leib sein. Aber ob er schläft oder ob er tot ist, da sind sich die Leute nicht ganz einig. Naja, ebenso wie Sokramor. Den kennt man ja auch, also gerade in Pericum. Aber worauf ich hinaus wollte. Ich habe zwar noch nie von Chalvin gehört, aber ich habe ihre Präsenz gespürt. Ich habe meine Göttin angerufen, aber statt meiner Göttin antwortete jemand anders. Und nach allem, was ich heute weiß, denke ich, dass es Chalvin gewesen sein muss. Vielleicht könnt ihr mich ja erleuchten. Am Ende meiner Vision, ich erinnere mich, dass ich hoch über dem Wasser schwebte. Sie hatte mich dorthin befördert, aber ich war nicht allein. Dort waren andere und in meinem Kopf hing der Satz, dass diese anderen von ihr erdacht worden seien. Sagt euch das mehr als mir? Tja, ich bin nicht so die Mystikerin, da müsstest du vielleicht mal Saphira fragen oder Oranna, die weiß vielleicht ein bisschen mehr. Was seid ihr dann, wenn ihr keine Mystikerin seid? Ihr habt eine Schlange bei euch, wie eine Hesinde-Geweihte. Ja, ich nenne sie auch Hesinde, aber das hat ja trotzdem damit nichts zu tun. Vertrauten Tiere sucht man sich ja so nicht aus. Das nicht, aber in unserem Glauben steht die Schlange für Klugheit. Ihr seid klug, nicht wahr? Ja, ich bin klug, aber keine Mystikerin. Wenn ihr noch, also die Deutung eurer, ich nenne es Vision, Chalvin hat zu euch gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass ihr das auch einmal zu mir, also mit mir. Normalerweise spricht sie nur zu Oranna, unsere Leiterin und unsere, ja, und die Vorsteherin von unserem Zirkel. Sie hat gesagt, dass ich eine ähnliche Gabe habe, aber viel konnte ich bisher noch nicht von Chalvin empfangen. Aber Oranna erzählte mir, dass Chalvin vor Äonen ein Volk erdacht hat,
dass sie es geschaffen hat und dass sie über dieses Volk gewacht hat. Und du bist vielleicht auch eine von ihrem erdachten Volk, von ihrem Volk, weshalb sie zu dir gesprochen hat und sie möchte, dass du ihr hilfst, dass du zu uns kommst, wir, die Wächterin. Nun, Miriam mag sich nicht als Mystikerin bezeichnen, aber ich sehe mich durchaus als solche. Und ich habe zu vielen dieser Dinge einen eher gefühlsmäßigen Zugang. Es ist interessant, dass Chalvin ein eigenes Volk erschaffen haben soll. So ähnlich wie Angrosch mit den Zwergen. Ich weiß leider eigentlich gar nichts über Zwerge. Ach ja, das wundert mich nicht. Zwerge haben es normalerweise nicht so mit dem Meer. Und ihr seid ja hier an der Küste, weit weg von ihren Bingen.